Servus, grüß euch und habt ihr hier Freunde der gepflegten musikalischen Volldruckunterhaltung da draußen. Leck, das war jetzt ein Satz. Was haben wir heute für euch? Ich sitze heute auf der Couch mit zwei Mannen von April in Flames und wir schauen uns das Album vom Großmeister Corey Motherfucking Taylor an. Bis gleich. Wir ranteln noch einmal an. Jungen. Cheers. Cheers. Cheers, Niki. Cheers. Zum Wohl. Auf einen guten Dreh. Hau rein. Mann. So, da sind wir. Wie angedroht mit den zwei Jungs von April in Flames. Wen haben wir denn jetzt da überhaupt vor uns? Wer bekrittelt denn jetzt hier überhaupt die Musik? Wir fangen zu meiner Linken, eurer Rechten an. Bei Max. Max, stell dich doch bitte mal kurz unseren Viewern, wie ich gelernt habe, vor. Ich bin Max. Ich spiele Gitarre bei April in Flames und musikalisch höre ich alles von Alter Bridge bis Periphery, teilweise Hip-Hop. Teilweise Hip-Hop? Teilweise, ja. Die letzte Yellow Wolf-Scheibe fand ich geil. Die war gut. Finde ich nicht. Südstaaten-mäßiger Hip-Hop war cool. Ist jetzt, kann man mal hören, ist jetzt aber nichts, was ich mir jeden Tag reinballern würde. Okay. Ja, ich höre eigentlich alles, solange es gut gemacht ist, solange die Leute Spaß dran haben. Mhm. Ja. Irgendwelche Präferenzen so zur musikalischen Richtung? Viel Prog im Moment. Ja. Also tatsächlich Periphery, eine meiner Die-Hard-Lieblingsbands. Ja, viel Prog, viel elektronisches Zeug mit rein. Also in der Metal-Richtung, ne? Okay. Das passt bei Periphery auch ganz gut. Ansonsten, ja, wenn es geil ist, höre ich es mir an. Wenn es rockt. Genau. Wenn es scheppert, dann passt. Sehr gut. Und dann haben wir hier zu meiner Rechten noch den Louis sitzen. Ich bin der Louis, der Sänger von April in Flames. Grüße gehen raus an die Bandmates. Ja, ich höre gern Bands wie Dissection, Democritus Cthulhu Lust of Cthulhu Scully Horror Mans. Sag das dreimal schnell. Democritus Cthulhu Lust of Cthulhu Scully Horror Mans. Democritus Cthulhu Lust of Cthulhu Scully Horror Mans. Democritus Cthulhu Lust of Cthulhu Scully Horror Mans. Er hat's geschafft. Jetzt hätte ich aber einen mittelschweren Betrag verloren jetzt. Zählt das schon als Rap? Ich weiß nicht. Ja, das zählt als Rap. Ja, ich glaube auch. Oh, ja, weil wir gerade dabei sind, ich höre auch noch Rap. Und bauen wir gerade mehr oder weniger was auf mit Max. MC Max. MC Max. Am Start. Okay. Also, da waren jetzt viele Dinge dabei. Warte mal, ihr kennt April in Flames, nicht? Schelle links, Schelle rechts. Warte mal, nein! No, seht ihr mal, das machen April in Flames. Wummert wie die Sau, oder? Jetzt seid ihr mal ehrlich. Und der Louis hat angesprochen, er macht jetzt mit dem Max noch so eine andere Musik, ne? Hip-Hop war das. Mhm. Vielleicht seht ihr da ja in Zukunft ganz zufälligerweise auf dem Kanal auch noch was. Werden wir mal sehen. Wer weiß. Man munkelt nur. Man munkelt nur. Aber Rap. Oder Hip-Hop ist sowieso ein recht guter Baustein jetzt heute, weil, wie angesprochen, gehen wir mit euch das Album von Corey Taylor durch. Das da heißt CMFT, also CMFT, was für nichts anderes steht als Corey Motherfucking Taylor. Wer ist Corey Taylor überhaupt? Wieso hört man von dem jetzt auf einmal, von dem Dude irgendein Album? Könnt ihr was dazu sagen? Kennt ihr Corey Taylor? Klar. Ich fand ihn in Stonesour als Frontmann, fand ich ihn gut. Stonesour? Ja. Kennt ihr auch noch nicht da draußen? Ne? Ist eine, wie möchte man sagen, Hardrock? Ja, eigentlich, geht ne? In die Hardrock-Richtung. Schon recht klassisch. Ja, und aber recht doch ein bisschen gröber auch und ein bisschen emotional. Da gibt es eine Genre, da fällt es nein. Ich glaube, mir fällt es jetzt ein. Ist egal. Wer macht sich schon was aus Genren und Schubladen?
Aber Corey Taylor kennt man eigentlich woanders her, stimmt's? Slipknot. Ja, Mann. Das ist der Frontmann von Slipknot. Ja, die Maskierten, die ganz furchtbar laut, ganz böse Musik machen, Kinder, zufällig? Genau, der Mann ist es. Der Schreihals, der da vorne dran steht, der hat jetzt Stone Sour und jetzt sein Solo-Album veröffentlicht. Und dass der gute Herr nicht nur schreien kann, das macht er sehr eindrucksvoll in den folgenden 13 Songs. Klar. Ja, das stimmt. Wir gehen einfach mal, ich gehe jetzt wieder mal von außen her. Der Nick hat, glaube ich, hier irgendwo, da irgendwo das Albumcover schon eingeblendet. Genau, der Corey Taylor hat jetzt hier übrigens für dieses Album mit dem Bassisten von Prong und dem Schlagzeuger von Walls of Jericho zusammengearbeitet. Oh, okay. Ja, I didn't know that. Ich wusste nicht. Genau. Walls of Jericho übrigens, auschecken, so richtige Hardcore auf die Fresse-Mucke mit einer Frontfrau. Richtig gut. Ja, was gibt's denn da dazu zu sagen? Corey Taylor ist ein Tausendsasser, Freunde der Nacht. Er ist Rockmusiker, ich habe mal ein bisschen was aufgeschrieben, Sänger, Gitarrist, Schriftsteller von mittlerweile 4 Büchern und Kolumnist für das englische Rock Sound Magazin. Also was? Dieser Typ atmet, isst und scheidet Musik aus, möchte man so sagen. Und zwar aus jeder Körperöffnung und das nicht immer so schlecht. Ne? Das ist wahr. Also, mal kurz zum. Machen wir mal gleich vorweg das Cover, weil ich bin davon hart bewegt. Jeder andere wird sich denken, was für ein Scheiß. Ich hab's voll gefeiert. Ihr stellt euch jetzt einfach vor, ne? Hier, der Niki hat es ja schon eingeblendet. Vielleicht blendet das an der Stelle nochmal ein. Niki, das wäre schön. Ja, mal gucken. Ja. Hier vielleicht. Wir sehen einen Gürtel. Ganz schwarz mit diesem CMFT da drauf. Hat einer von euch einen Plan, was das für ein Gürtel ist? Wrestling. Das ist ein verdammter Wrestling-Gürtel, ja. Und allein dafür feiere ich ihn schon, denn in dem Videoclip zu dem Titelsong, zu dem Album, hat er den auch ständig irgendwie mit dabei, zerrt den rum. Corey Taylor hat tatsächlich auch im Zuge mit diesem Album mit der WWE kooperiert, tatsächlich. Vielleicht kennt einer von euch sogar das Match gegen Baron Corbin, wo er ganz furchtbar auf die Fresse kassiert hat. Also ein bisschen zumindest. Aber auch ums Wrestling geht's nicht. Wir gehen in die Songs rein. Ist euch vielleicht zufälligerweise ein Song von dem Album im Gedächtnis geblieben? Ganz klar. Der mit Tech 9. Ja, tatsächlich. Definitiv. Und zwar warum? Der Hip-Hop-Song war einfach genial, den er da abgeliefert hat. Der hat Energie, ne? Total. Der Song, der hat total. Wirklich... was ganz so anderes, was man eigentlich von Corey Taylor gar nicht kennt, ne? Das muss ich sagen. Ich finde, er hat wirklich viel überrascht. Ja, das stimmt. Das hat mich auch überrascht, dass er vor allem mit Tech 9, einer der Größen im Rap, ein Feature macht. Das ist schon gut halt. Das ist der vorletzte Song, der 12., der CMFT Must Be Stopped heißt. Der Titelsong zum Album. Und hier haben wir das, was ich schon so oft bei anderen Alben ein bisschen bekrittelt habe. Hier haben wir einen Hit. Und zwar einen vollwertigen Hit. Das Musikvideo zu dem Song ist mega geil. Da sind alles Mögliche an Promis mit dabei. Wir haben Rob Halford, wir haben, glaube ich, Steel Panther, wir haben Nicky Six. Nicky Six von Mötley Crüe. Danke, sehr gut. Das ist, genau. Das ist deine Baustelle, ne? Das ist meine Baustelle. Ja, Nix auch. Ja. Sehr sogar. Ja. Können wir das dann auch auspiepen, Nicky? Nein. Mötley Crüe können wir so oft erwähnen, wie ihr wollt. Mötley Crüe. Ich bin nämlich. Sag, dann piepst du das ganz gerne aus. Ich weiß nicht, was du nicht gepiept hast, aber piepst du gerne. Also jetzt wurde dreimal gepiept. Hoffentlich. Also generell wirklich, wer sich von euch den Spaß macht und hört sich erst eine Slipknot-Scheibe oder einen Slipknot-Song an, bevor dazu Corey Taylor kommt, gebt euch den Gag ruhig ganz gerne. Und der Kontrast könnte meines Erachtens nicht größer sein. Wir starten auf dem Song mit dem, wir starten auf dem Album mit dem Song Highway 666. Stampfiger, stampfender, punkiger Song gleich vorweg, der Lust auf mehr macht. Guter Opener, der Hunger auf das Album macht. Zählt meines Erachtens auch noch zu einem von den besseren Songs auf dem Album. Und wir gehen dann in Black Eyes Blue. Schönes Musikvideo. Ja. Im Offbeat, ein bisschen poppig, ja, mag so ein kleines bisschen im Refrain an ein wenig Ballade kommen, also ne, ein bisschen langsamer, aber peppig. Ja, definitiv. Jetzt hat man im... Na, pass auf. Wir machen erst den dritten Song noch. Der heißt Samantha's Gone. Da gibt es auch einen Musikvideoclip dazu mit Steel Panther zum Totlachen. Supergeil. Schaut euch den mal an. Ist eine
poppige Country-Rock-Nummer, wenn ich es jetzt mal positiv sage. Ja, also mir kam ein bisschen Kotze hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Totaler Ohrwurm. Totaler Ohrwurm-Faktor der Song. Mega geil, bleibt drin und den kann man sich immer anhören. Ja, immer. Macht einen wenig fröhlich, ne? Ja. Der Song, finde ich auch, ja. Das ist ein Song, wo man im Auto gern hört. Wenn du Richtung Sonnenuntergang fährst und Bier trinkst, natürlich nicht beim Autofahren, weil das wäre dumm. Vielleicht. Maybe. Ein bisschen. Ja, finde ich aber auch, der bleibt im Kopf, der Song. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe mit diesem Country-Einschlag schon ein bisschen zu kämpfen gehabt. Und mir war er dann vor allem im Refrain echt ein bisschen zu fett mitsingig. Aber, Freunde, ehrlich, wenn ihr vielleicht die Fraktion seid, die eben nicht auf diesen ballernden Slipknot-Sound steht, der alles niederwalzt und vorm maßgeblich war für eine Weiterentwicklung des Metal-Genres, wenn man mich fragt, dann ruhig, das wird auf dem Review zu diesem Album öfter hören, dann zieht euch gern die Scheibe mal rein. Wirklich, ja. wirklich. Es ist extrem abwechslungsreich. Ihr seid in verschiedensten Genres drin, die ihr nicht gedacht hättet. Das ist für jeden was dabei. Voll. Wirklich, das Album holt, glaube ich, jeden ab. Ja. Wir kommen zum vierten Song, der heißt Meine Lux. Also Meine Lux im Englischen dann. Der Songtitel gibt keinen Sinn. Habt ihr tatsächlich was rausgefunden dazu? Nee, ich habe es auch erst falsch gelesen. Okay. Ich weiß nicht, was Meine sein soll. Ist vielleicht eine Stadt? Vielleicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ein Ort. Also Corey Taylor sagt dazu, das ist ein Song mit einem fiktiven Titel. Und Meine Lux klingt für ihn einfach nur beim Aussprechen irgendwie schön. Deswegen hat er den Song so genannt. Es gibt also tatsächlich wenig Sinn dahinter. Und er hat den Song in einem Traum gehört, so behauptet er. Das war ein krasser Typ. Jo, ist er. Also den Song hat er gesagt, den hat er geträumt und ist dann losmarschiert und hat den einfach gleich so aufgenommen. Das kann man halt auch erst. Warum nicht? Ja, kennt man so. Wenn man, genau, macht doch jeder so, oder? Mhm. Also, wo fallen euch so die besten Inspirationen ein für die Band? Auf der Couch. Auf der Couch. Oder beim Laufen. Beim Laufen. Und bei dir? Wenn ich irgendwas höre, was gar nicht in das Genre reinpasst. Okay. Dann kommen die Ideen, wo ich mir denke, das könnte ich mal probieren. Das ist eine coole Idee, das könnte ich mal probieren. Zum Beispiel neulich habe ich Free Jazz angehört, eine Playlist. Okay. Würde ich mir so nie anhören, aber ich war so in meinem ich war stuck irgendwie, ich konnte nichts mehr raus. Und dann habe ich mir irgendeine Scheiße auf Spotify angehört und da war Free Jazz dabei, ne? Und dann ging es los. Und dann, weißt du, das küsst irgendwelche Synapsen im Hirn und auf einmal geht's voll ab. Okay. Ja. So mache ich das. Also ich verrate euch ein Angry Age, sei Geheimrezept. Das ist tatsächlich, es ist wirklich so fatal einfach, wie es banal klingt. Beim Kacken kommen mir die besten Ideen. Ich habe am Klo, ich weiß nicht warum, das ist der Moment, wo ich einfach mal runterkomme. Was? Wo ich einfach mal loslasse. Da gibt's Sinn. Ja, loslassen. Ja, tatsächlich. Und wenn ich da sitze, ich habe mittlerweile wirklich auf dem Klo ab und zu so ein Post-it-Scheiß, weißt du, weil da mache ich mir dann meine Notizen drauf, weil da irgendwie habe ich die Zeit dafür. Ja, ja. Also am Klo kommen mir die besten Ideen, warum auch immer. Ich brauche jetzt immer und überall ein Klo. Vielleicht wird das das neue Albumcover. Ja, eine Toilette. Klo. Ja. Das ist eine Million-Dollar-Idee, zum Klo zu mitnehmen. Definitiv. Ja, Angry Age, More Shit to Come heißt das Album dann. also, Meine Lux vielleicht auf dem Album, definitiv eine Hörerempfehlung von mir. Checkt den Song bitte gern mal aus. So wie das ganze Album eigentlich. Der fünfte Song war Halfway Down. Halfway Down hat er zumindest behauptet, wäre eine Hommage oder so eine Art Respektsbekundung an seine alten Rock-Legenden und an seine alten Rock-Helden. Zum Beispiel Bon Scott von AC/DC. Genau. War eine ziemlich schnelle Nummer. Ja, ist eingängig, bleibt hängen, schön grob, auch wieder schön. Ja, und dann kommen wir zu meinem Problemfall auf dem Album. Wir haben hier zwei Songs gegeneinander weg. Das ist einmal Silverfish und einmal Kansas. Das sind so die Balladen. Wie steht denn ihr dazu? Wie steht ihr? Corey Taylor kann Balladen. Ja. Finde ich. Snuff war auf dem Slipknot-Album. Ja. Finde ich bis heute einer der stärksten balladenmäßigen Songs überhaupt. Okay. Der hat die Stimme dafür, der hat die Energie dafür. Für mich passt das. Ich höre mir sowas dann aber auch an. Also ich muss nicht immer 24/7 voll hart drauf und aufs Maul.
kann auch mal eine ruhige Nummer dabei sein, finde ich gut. Mal dazwischen mal eine ruhige Nummer schieben, sagt er, ist gar nicht so verkehrt. Du als Sänger, was sagst du zu diesen eher balladesken Songs? Ja. Nicht meins. Ja, ne? Muss ich sagen. Mhm. Ja, bin ich voll bei dir. Er kann's. Das ist Corey Taylor, du kannst einfach nichts sagen. Ne? Das ist richtig. Das ist das Problem, aber es spricht mich persönlich nicht an. Naja, mich holt es ja gar nicht ab. Ich habe es ja auf den vorherigen Reviews schon oft erwähnt. Balladen sind mein schwacher Fuchs, ehrlich. Das ist. Na okay, ich kann es bloß wieder sagen, ne? Es ist, es hängt was drin, es macht schon, ne? Wer auf ein bisschen ruhigere Sachen steht, wer auf dem Roadtrip ist und die Scheibe irgendwie im Auto nebenher laufen hat, der wird sich daran bestimmt nicht stören. Aber ja, ich finde so Party- oder Trinkmusik ist es jetzt nicht. Und ja, mich hat es nicht abgeholt. Das sind für mich die zwei schwächsten Songs auf der ganzen Scheibe. Dafür wird man aber, wenn man dranbleibt mit dem achten Song Culture Head, gleich einmal belohnt. Zählt für mich auch zu einem der stärksten Songs auf dem Album. Sehr facettenreich. Habt ihr Culture Head zufälligerweise im Kopf? Wahrscheinlich schwierig, ne? Mhm. Leider dürfen wir ja für euch keine Parts oder keine Teile aus dem Song hier einblenden, weil ich würde euch das so gern zeigen. Ich würde euch so gern teilhaben lassen an der fantastischen Musik, die wir uns hier gönnen. Am besten schaut ihr uns einfach auf eurem Fire TV-Stick einfach so und tut nebenher mit eurem Handy dann irgendwie euch die Mucke vielleicht nebenher anhören, dann habt ihr ein Hörerlebnis dazu. Ansonsten tut es mir wirklich leid, wir dürfen nicht. Hm. Ja, die GEMA uns. Versteht ihr? Ist blöd. Das ist ein krasser Motherfucker. Ja, schon. und dann kommen wir zu dem Song, der für mich ein wirkliches Highlight ist, allein für, wegen dem Namen schon. Everybody Dies on My Birthday. Einen besseren Songtitel gibt's nicht. Nein, der ist auf der Party wäre ich gern gewesen. Ja. Ja. Also, ich hab mal einen guten Song markiert. Bis jetzt, wir sind jetzt bei Song 9 und bis auf diese beiden Balladen ist das Album noch nicht in irgendeiner Form langweilig geworden. Tatsächlich. Ja. Abwechslungsreich. Es bleibt immer was im Ohr. Also wer auf den Slipknot-Stiefel steht, ja, der wird sich vielleicht bei dem Album denken, es ist kommerzig, es ist ein bisschen zu poppig, es ist ein bisschen zu eingängig. Ja, wer das kantige, harte Zeug mag. Aber ich war völlig geflasht. Ich war völlig perplex, dass ein Musiker, dem man das so nicht zutraut, sowas abliefern kann. Seht aber gerne, wenn wir zum Schluss zur Bestbewertung kommen. Ja, der Engrange traut sich was. The Maria Fire heißt der 10. Song. Das ist für mich ein swingender Farbklecks im Album, der nochmal einen komplett anderen Einfluss reinbringt mit einem ganz fürchterlichen Schmalzrefrain. Ja, und dann kommt ein Song, der heißt Home. Das ist ein reines Pianostück. Der ist nur und trägt er nur mit der Stimme. Eure Stimmen dazu. Das ist Corey. Im Prinzip alles, was er irgendwie anfasst, macht er auch irgendwie gut halt. Du erwartest es, er liefert ab und du bist am Ende nicht enttäuscht, wenn du weißt, worauf du dich einlässt. Für einen Ersthörer wäre es nicht der erste Song auf dem Album, den ich empfehlen würde. Da würde ich wahrscheinlich eher am Anfang anfangen. Aber ich finde den Song gut. Er ist anders, er passt auch irgendwie nicht so ganz in das Album, er fällt ein bisschen aus der Reihe, weil er halt auch so ein bisschen minimalistisch ist. Ja. Er wird trotzdem ein Killer-Song für mich. Passt auch gut an die Stelle in dem Album, finde ich. Weil da oben hätte er wahrscheinlich mehr an Wucht verloren, aber unten zum Schluss irgendwo passt er gut hin. Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich wahr, das Placement von dem Song ist gut. Was sagst du dazu, auch als Sängerknabe? Es ist Corey Taylor. Also er kann's. Aber leider nicht mein Geschmack. Aber er kann's. Also der Bursche zeigt wirklich, ja. Es ist zwar ein bisschen so die Mama am Coming Home Nummer auf dem Album. Ja, also da musste ich ganz stark dran denken. Ja, das stimmt, ja. Von Ozzy Osbourne. Aber es ist gut. Es ist wirklich gut. Und der Knabe zeigt, dass er singen kann. Und vor allem zeigt er, finde ich, mit dem kompletten Album, was da Potenzial drin hängt. Weil er hat. Das hat er übrigens vorweg auch gesagt, dieses Album ist dafür gedacht, so ein bisschen seine Herkunft zu zeigen. Wo kommt er her, aus welcher Musik, was hat er so gehört? Man hört ein bisschen Glamrock, man hört ein bisschen Country, man hört ein bisschen normalen Hardrock, man hat aber auch diese Balladengeschichten mit drin. Und für mich ist es wirklich so ein Befreiungsschlag von einem Typen, der so in einer Schublade sitzt wie Corey Taylor, dass
der böse, böse Metal-Sänger durchaus in der Lage ist, Weltmusik zu produzieren. Und ja, wie gesagt, also kann man echt mal nein hören, obwohl der Angry Age echt nicht auf Balladen steht. Zieht euch den Song gern mal nein. Und wieder werdet ihr belohnt dafür, wenn ihr euch durch diesen Song durchhört, denn der nächste ist Corey, also CMFT Must Be Stopped, der Titeltrack quasi zum Album. Und hier haben wir das, was ich immer sage, hier haben wir einen Hit. Hier hat der Kerl wirklich von vorn bis hin, es ist für mich, für meinen Geschmack, ein bisschen zu viel Text. Ne? Wenn man versteht, was ich meine. Es ist schon wirklich viel Rap-Part drin und er geht schon wirklich aufs Gas. Wie hast du gesagt? Diesen Part macht er einfach sehr gut. Und den macht er einfach verdammt gut. Corey Taylor am Rappen. Wer hat sich das mal vorgestellt? Wer hätte das gedacht? Erwartet man so, ne? Der überrascht jedes Mal, ne? Ja. Finde ich auch. Und auch, dass er das mit Tech9 featured. Tech9 ist eine der Größen im Hip-Hop. Der gehört dahin. Ich hätte es vielleicht wahrscheinlich nicht anders gemacht. Auf jeden Fall. Also hier wirklich an alle, auch die, die jetzt skeptisch sind und sagen, ich weiß nicht, ob ich das hören kann, hört diesen Song. Geht jetzt gleich auf YouTube, googelt, schreibt CMFT und holt euch diesen Song einmal rein. Alter, lohnt das sich. Ist eine Partyhymne. Da geht's nach vorn, da ist Lebensfreude drin, da will man. Was man auch immer will, man will's. Ja, und dann haben wir den letzten Song auf dem Album, der ist mein persönlicher Favorit, das ist der European Tour Bus Bathroom Song, wo er selber sagt, dass der dadurch entstanden ist, durch diese Schilder, die bei an Toiletten befestigt sind, dass man die Klopapierrollen nicht im Ganzen irgendwie dass man nicht zu viel Klopapier und damit nicht das Busklo verstopfen soll. Das war's schon. Schau. Und wenn ihr den Song hört, dann werdet ihr euch echt wundern, wie man aus so einem Thema so einen geilen Song machen kann. Der ist punkig, der ist schnell, der macht zum Schluss von dem Album nicht das, was viele Leute gerne, wie zum Beispiel Primal Fear im letzten Review, mit dem letzten Song nochmal so richtig krass ins Klo greifen. Oh. Ja, weil man zum Schluss noch einmal die Inspiration für einen Song verloren hat oder irgendwas braucht, damit das Album voll wird, oder vielleicht zum Schluss noch einmal, weil es so schön war, noch einmal was Langsames. Nein, Corey Taylor macht hier mit dem Album echt alles richtig und schließt mit dem schnellsten Song auf dem Album zum Schluss. Leute, wir machen es einfach kurz, wir kommen gleich zu Pro und Kontras. Was sind eure, wir fangen beim Louis diesmal an. Was sind deine Pros und Kontras für das Album? Meine Pros sind definitiv das Gesamtbild von dem Album. Mhm. Weil es einfach so verschieden ist. Die ganzen Lieder sind so verschieden und es ist wirklich für jeden was dabei. Und das finde ich mega geil. Und die Kontras eben mit den Balladen. Ich bin nicht so der Balladenfreund. Da geht's dir wie mir. Da hat er sich so wenig. Es sind ja doch insgesamt 3 von 13. Ne? Also es sind immer nur 10 Songs, die... Aber die Songs sind dafür definitiv hörbar und mega gut. Hört es euch rein. Mein Pro ist, das ist Corey motherfucking Taylor. Es bleibt nachhängen, ne? Ja, wenn du motherfucking im Namen hast, was kannst du schon schief, also was kann da schon schief gehen? Status. Ja, ja, das hast du dir dann aber auch verdient. Definitiv. Ich finde das Album insgesamt sehr stimmig. Mhm. Finde ich gut. Ich finde auch, wie die Songs platziert sind, fand ich gut gemacht. Mhm. Ich hätte mir ein kleines bisschen mehr Härte gewünscht, aber das ist Jammern auf sehr hohem Niveau, und zumal ich auch nicht Corey Taylor bin und er immerhin perfekt nochmal machen kann, was er will. Ja. Ja. Kontras habe ich keine. Ich meine, das ist Corey Taylor. Mir geht's ähnlich wie Max und auch wie Louis. Ich finde, dieses Gesamtkunstwerk von diesem Album ist sehr, sehr stimmig. Man hat wirklich das, was man wollte, zu zeigen, wo man herkommt, was man nicht alles kann, was man nicht alles für Facetten drauf hat. Das hat er eindrucksvoll gezeigt. Und ich wage mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster zu lehnen und sage, wir haben hier mit diesem Herrn, mit Corey Taylor, einen neuen musikalischen Superstar. Der Typ kann alles, der Typ macht alles und der Typ, wenn was anfasst, macht er Scheiße zu Gold. Fakt. Also mit anderen Worten, ich bin gespannt, wann er eine Reality-TV-Sendung bringt. Ja, ich würde es mir anschauen. Das ist echt, der Typ weiß zu polarisieren, weiß auch abzuliefern. Und von daher, ich war echt mega geflasht von diesem Album. Hier meine absolute Hörerempfehlung geht an dieses Album, an diesen Interpreten. Zieht euch rein. Wir kommen zur Bewertung. 0 bis 5 Flammen und wir fangen beim Max an. Max, wie viele Flammen gibst du dem Album?
5 ist absolute Perfektion. 5 ist absolut krass. Dann 4. Von mir gibt's 4 Flammen für Corey Motherfucking Taylors neues Album. Mhm. Sehr geil. Und dann gehen wir zu meiner Rechten. Luis. Kann ich nur genauso sagen wie der Max. 4 Flammen. 4 Flammen. Die Balladensongs haben es leider rausgerissen bei mir. Deswegen 4 Sterne. Flammen. In dem Fall Flammen ist egal, ist völlig wurscht. 4 Mal aufs Maul. Tatsächlich gibt es von mir auch 4 Mal, zack, 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 das Album kommt echt mit einer Hörerempfehlung. Warum nur 4 ja. Angry Age, verdammt nochmal, du bist so ein Fan davon? Ja. Als ich das Album das erste Mal durchgehört habe, habe ich echt, ich habe 5 aufgeschrieben. Aber mein einziger, und das ist wirklich mein kleines, es ist Verbesserungspotenzial vorhanden und zwar nicht zu knapp. Meine Prognose ist wirklich, wenn der Herr sich nochmal hinsetzt und macht ein zweites Album und er macht die Dinge gut, dann wird, wenn der jetzt seinen Stil findet, wie er sich selbst ausdrückt, wie er seine Musik tatsächlich rüberbringen will, dann wird der 5-Sterne-Album ballern vom Allerfeinsten. Für mich wirklich nur deswegen, weil ich so viel Verbesserungspotenzial auf dem Album sehe, wo man noch ausbauen kann, wo man vielleicht die Songs noch ein bisschen reifen lassen kann. Ansonsten haben wir alles, Grooves, Stampfer, Rhythmik, wir haben alles. Wir haben eigentlich alles. Eigentlich wäre es 5 Sterne und ich gebe nur 4 deswegen, weil ich sage, Corey, es geht noch mal besser. Wenn er jetzt da noch ein bisschen mehr von Storms Haare mit reinschmeißt, so ein kleines bisschen, hast du mich. Definitiv. Kleines bisschen mehr Härte, ne? Kleines bisschen mehr Härte. Was wünschen wir uns von Corey Taylor für die Zukunft? Nur das Beste. Mehr weitere Slipknot-Alben. Ich will eine Einladung zu seinem Geburtstag. Ich will eine Einladung zu seinem Geburtstag, weil das muss legendär sein. Aber ja, wenn da alle fängt. Eigentlich will ich nicht sterben. Eigentlich vielleicht so einen Tag danach. Mhm. Wäre gut. The day after. Ja, ja, ja. Also Corey, wenn du zuhörst, was du bestimmt tust, weil bestimmt. Jeder schaut Hot Rocking. Max wants a fucking invitation to your fucking birthday party, so. Ja. Ja. Wenn du nach diesem Video jetzt eine Einladung kriegst, Alter, dann, ne? Nehme ich dich mit. Und alle. Okay, ja, ihr seht, wir haben unsere Rubrik von Hot Rocking on Hot Rocking ein kleines bisschen verändert. Wir machen jetzt nicht mehr ellenlange Videos, wo wir über verdammt viele Alben für euch sprechen, sondern wir machen jetzt in der Kürze liegt die Würze, wir machen kürzere Videos und wir machen nur noch über ein Album. Deswegen sind wir schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich an Max und an Luis. Sehr gern. Ich glaube aber, man wird die beiden jetzt noch öfter sehen hier vor der Kamera. Ich habe da so ein Gefühl. Und deswegen machen wir jetzt das, was ich gerade schon gesagt habe, einfach mal in die Kamera. Miteinander kriegen wir das hin. Pass auf. Ihr wisst noch, welche Kamera. Ne? Pass auf. I'm so hot. For Hot Rocking TV.